4 Wochen haben wir gesagt, wir wollen noch nach der Demo eine Anschlussveranstaltung machen. Und nach vielen spannenden Diskussionen, auch in den eigenen Reihen, haben wir dann etwa vor 2 Wochen angefangen zu mobilisieren. Und das, was ihr hier seht, die ganzen Gruppen, Initiativen, Menschen, haben wir innerhalb von 2 Wochen angerufen, angesprochen und Kontakte geknüpft, weil wir wollten mal ein anderes Format. Also es wird keine Fachvorträge geben heute, es wird niemand auf dem Podium sein, außer der Sarg hier, der auf der Demo mitgetragen wurde. Vielleicht, wenn ihr mal kurz zur Seite geht, dass ihr noch mal gucken wollt. Das ist also auch vom Energiewendebündnis der Sarg, ne, der getragen wurde. Der steht auf der Bühne und wir stehen hier ganz bewusst im Zuschauerinnenraum. Und uns geht es einfach darum, dass wir in Kontakt kommen wollen, uns austauschen wollen, sowohl untereinander, das heißt also die Menschen, die organisiert sind irgendwo, zusammen mit den Menschen, die von der Demo jetzt kommen oder so zur Assemblea kommen. Und wir haben gewählt ein Format, das man so sagen könnte, Open Space oder World Café mäßig. Das heißt also, es wird Themen geben, die Menschen werden sich kurz vorstellen gleich. Und wir können also alle im Prinzip so ein bisschen floaten, dort wo es uns hinzieht, Gespräche führen. Es geht um Ideen sammeln, Fragen stellen, sich gegenseitig zuhören. Und die werden dann aufgeschrieben, stichwortartig, auf die Tischdecke. Und es wird dann nachher gesammelt am Ende. Wir schauen mal, wie lange, vielleicht eine Stunde oder so. Wir gucken mal, wie so die Stimmung ist. Und dann bringen wir das nochmal gesammelt ins Plenum. Wir werden das auch auf unsere Homepage stellen. Und das wollen wir in Zukunft weitermachen. Also, dass sich Organisationen verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen, ganz explizit auch Gruppen, die sich nicht in erster Linie mit der Energiewende beschäftigen, sich versammeln und dass wir uns mal austauschen, was heißt denn für jeden Menschen Energiewende, dass wir uns vernetzen, dass wir uns gegenseitig zuhören, weil auch viele andere Organisationen haben zum Beispiel die Frage, wie kriegen wir denn Leute mobilisiert und dass wir wegkommen von diesen Partikularinteressen und auch Gemeinsamkeiten entdecken, trotz der verschiedenen Interessengebiete. Und ich möchte jetzt schon mal sagen, dass am 16. Mai es die Möglichkeit gibt, die 2. Assemblea zu machen, der Schlachthof. Sei gegrüßt von hier aus. Carsten Schack und das Schlachthof-Team hat uns spontan innerhalb von 24 Stunden kostenlose Räume zugesagt für die 2. Assemblea, weil es ist ja nur der Anfang. Es ist klar, viele Menschen haben gesagt, es ist zu kurzfristig, können wir auch gut verstehen. Also es wird weitergehen, auf jeden Fall, 16. Mai, Schlachthof, Räumlichkeiten, vielen Dank, kostenlos zur Verfügung gestellt. Hier sieht es mit der Miete ganz anders aus, deswegen haben wir irgendwo ganz versteckt, wie das für unsere Organisation immer üblich ist, eine Spendenbüchse, also wir bräuchten auch noch ein bisschen Geld, aber wenn ich hier so sehe, schon okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Gut, also ich gebe jetzt mal das Mikro weiter, mein Vorschlag ist, wir fangen einfach, wo fängt man an, von euch aus gesehen, da am Ende. Und ich bitte euch einfach kurz den Namen zu sagen, die Organisation und einfach, warum ihr hier seid, ein bisschen was, keine Reden halten und dann wisst ihr alle, wer hier von wem kommt. Ich gebe das Mikro dann einfach durch. Ja. Willst du anfangen? Hallo, mein Name ist Thorsten Dressler. Ich komme hier aus Wiesbaden-Erbenheim. Ja, zu meinem Aktivist. Bei den Montagsspaziergängen öfter schon aktiv gewesen, mobiles Soundsystem und Co. Bürgerforum Erneuerbare Energien habe ich heute eine Rede dabei und noch ein paar weitere Vorschläge. Aber gut, das wird sehr umfangreich. Schwerpunkte, es geht darum, Leute zu finden, mit denen man mobile Anlagen hier in Wiesbaden, mobiles Solarsoundsystem, mobiles Kino und so auf die Beine stellen kann. Und Leute aus Stadtverwaltung und Industrie zu finden, mit denen man Erfindungen zum Thema erneuerbare Energien weiterbringen kann. Ja, mein Name ist Sandra Hoog. Ich glaube, Aktivistinnen sind wir heute alle hier, wie wir hier stehen, würde ich mal fast glauben. Ansonsten arbeite ich bei der ABO Winter AG. Das ist eine Firma hier in Wiesbaden, die sich mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien beruflich beschäftigt.
Und da gehört natürlich einiges an Überzeugung und Hintergrundwissen dazu. Und das, habe ich gesagt, würde ich heute hier mitbringen. Also mit mir können Sie gerne diskutieren über die Hintergründe, die jetzt gerade, was jetzt gerade bei uns politisch passiert, wie es so mit dem EEG, mit den Rahmenbedingungen ist, aber auch ganz genau, was es bedeutet, wenn man die dezentrale Energiewende macht für die lokale Wertschöpfung, wie man sich da beteiligen kann, was dabei rumkommt. Und hier ist unser Tisch. Ja, hallo, mein Name ist Helmut. Ich komme von Mainz und zwar von der neuen Internetzeitung Zwischenzeit. Zwischenzeit ist ein Medium für Unbequemes, so heißt ein neues herrschaftskritisches Medienprojekt für Mainz und Wiesbaden und Umgebung. Wir die Reaktionen wollen journalistisch Unfreiheit und Unterdrückung offenlegen, Selbstbestimmung unterstützen und zum Widerstand gegen soziale Ungerechtigkeit ermutigen. Die Zwischenzeit, die wird es am kommenden Donnerstag um 18 Uhr in Mainz ans Netz gehen, und zwar zwischen ze.it, und dort wird es im Café Lomo am Ballplatz um 18 Uhr am Donnerstag eine Vernissage geben, also ein Fest, also und ja, also da wird das feierlich dann eingeweiht, die Zwischenzeit. Und wir suchen noch Redakteurinnen und Redakteure aus Mainz und Wiesbaden, die mit bei uns mitarbeiten, und wie gesagt, also anlassbar unter anderem, dass die Mainzer Rheinzeitung weggegangen ist, und wir wollen noch ein bisschen ganz kleinen Gegenpol zu der Rhein-Main-Presse schaffen. Also bevor wir natürlich gegen die anstinken können, dauert es noch ein bisschen, aber ja, also wie gesagt, also Leute, die gerne mitarbeiten möchten, können sich gern bei mir melden. Danke. Ich bin Hans-Werner Kress von dem Energiewendeverein Rhein-Main voll erneuerbar hier aus Wiesbaden. Wir sind Mitinitiator vom Bündnis Energiewende Wiesbaden-Taunus und haben auch schon einige Aktionen hier in Wiesbaden gemacht. Mein Thema ist Effizienz und erneuerbare Energien. Da bin ich beruflich schon sehr lange unterwegs, wenn jemand zu diesem Thema was wissen will, zu diesem Stand bei voll erneuerbar. Dankeschön. Mein Name ist Magdalena Kleuphofer. Ich bin einmal hier in Wiesbaden bei Transition Town Wiesbaden im Wandel aktiv in Bezug auf Energiewende. Also mein Thema ist eher der Kulturwandel, die Kulturwende, die auch notwendig ist, um eine Energiewende zu schaffen. Deswegen finde ich es auch toll, dass wir hier jetzt eben so ein neues Format ausprobieren. Das gehört für mich genau da dazu. Und beruflich bin ich an der European Business School tätig, an einem Lehrstuhl für soziales Unternehmertum. Also da geht es darum, auch in den Sachen, die ich vorher beruflich gemacht habe, dass Unternehmensgründer sich gründen, um eben soziales, ökologisches Problem zu lösen. Ich habe mit Sozialunternehmern in afrikanischen Ländern gearbeitet und jetzt im Moment forsche ich eben zu dem Thema in Deutschland und komme gern zu all diesen Themen mit euch ins Gespräch. Ja, hallo, hier ist die Conny Küpper. Ich bin Sprecherin des Kreisverbandes der Grünen hier in Wiesbaden. Für uns Grüne ist natürlich die Energiewende eine ganz große Herzensangelegenheit. Das versteht sich von selbst, aber ich bin hier, um aufzunehmen die Interessen und die Bedürfnisse, inwiefern wir es noch besser schaffen, dieses in rechtliche Rahmen umzusetzen und dann natürlich auch in die politischen Gremien umzusetzen. Und ich stehe hier vorne jetzt nicht nur für die Grünen, sondern überhaupt zu der Frage Energiewende in Parteihände, Fragezeichen. Hallo, mein Name ist Erik Manneschmidt, ich bin aus Frankfurt am Main. Wir haben so eine Art kleine informelle Gruppe, Grundeinkommensgruppe Rhein-Main. Ich würde gerne reden über das Thema Soziales und Energiewende, weil ich glaube, in meiner Wahrnehmung ist das immer noch weitgehend ein Seitenthema. Das merkt man immer dann, wenn irgendwelche Strompreisbremsen und solche Dinge kommen. Was ist mit den Leuten, die es gar nicht haben, die gar nicht mitspielen können? Und darüber werde ich gerne reden. Und andererseits ist es auch so, in der sozialen Szene sozusagen, auch speziell in der Grundeinkommensszene, wird auch das Ökologische ähnlich unterbelichtet gesehen, also die ökologischen Rahmenbedingungen für irgendwelche sozialen oder wirtschaftlichen Entwicklungen. Ja, hallo, mein Name ist Jakob, ich bin vom Stadtschülerrat Wiesbaden, ich bin Schüler am Mosbacher Berg hier in der Stadt, und ja, die Lena
sagt jetzt gleich noch zu unserem Projekt was. Genau. Hallo, mein Name ist Lena Altin, ich bin Stadtschulsprecherin von Wiesbaden. Sie finden uns hier vorne zum Thema Bürgerbeteiligung erstmal. Das heißt, wir haben einfach das Thema angeboten, aber freuen uns auch dann vielleicht andere Themen noch zu diskutieren. Wir haben 38.000 Schüler in Wiesbaden hinter uns. Daher auch viele Ideen, die wir von unserer Seite anbringen können und freuen uns aber auch vielleicht, Kooperationen mit Ihnen zu schließen und in der Zukunft auf jeden Fall was zu bewegen. Ja, hallo, ich bin Tobias von Wiesbaden im Wandel, der Transition Town Bewegung oder Initiative innerhalb von Wiesbaden. Da geht es um alles, was mit Nachhaltigkeit, insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene zu tun hat. Und wenn Sie sich oder wenn ihr euch dafür interessiert, für alles, sei es Erzeugung lokaler Lebensmittel oder lokaler Energie, alles, was in die Richtung geht, könnt ihr uns gerne ansprechen. Wir sitzen da an dem Tisch, da sitzen auch einige von uns. Sprecht uns einfach an, fragt uns und wir geben gerne Auskunft. Ja, hallo, ich bin Bianca Kistner. Ich gehöre zum Solarmobil Rhein-Main-Verein. Bei uns geht es um Mobilität, vom E-Bike bis hin über, wie wir mitgefahren sind, Nissan und Renault oder auch Tesla. Also wenn euch da irgendwas interessiert, könnt ihr euch bei uns informieren. Und es geht auch darum, eben zu sagen, nicht einfach Strom aus der Steckdose für unsere E-Mobilität, sondern eben dann auch erneuerbare Energien zu nutzen. Und unser Stand ist hier vorne. Hallo, oh. Mein Name ist Dirk Vielmeier, ich bin im Bündnis Energiewende und, oh Entschuldigung, das bin ich gar nicht, das ist der Lautsprecher, okay, dann komme ich mal zu dir, Peter. Ich bin im Bündnis Energiewende und im Bündnis Verkehrswende aktiv in Wiesbaden und stehe heute hier, weil ich Projektentwickler für Bürgerenergiegenossenschaften bin. Und gerade dabei, sozusagen in Wiesbaden eine Bürgerenergiegenossenschaft ins Leben zu rufen. Und habe das Glück, dass meine Kollegen aus der Region, die schon viel weiter sind, die also Bürgerenergiegenossenschaften schon umgesetzt haben, mit am Tisch sitzen und wir alle zusammen uns hier freuen würden, wenn euch das Thema interessiert. Danke. Ja, Alexander Kummer vom Landesverband Psychiatrie Fahne. Das ist jetzt ein bisschen off-topic, würde ich sagen. Und ich habe auch die Begründung vergessen, mit der Klaus uns hier eingeladen hat. Aber das ist Psychiatrie Fahne, Landesverband. Meine Begründung, einfach auch Austausch, vielleicht was bewegen und Demokratie, die wir nicht mehr haben von unten. Wie auch immer, also es hätte viele Facetten. Ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen. Wir haben, glaube ich, hier alle genug geredet und ein paar wollen ja auch noch was sagen. Und deswegen sage ich schon, wir sind halt da. Aber wie gesagt... Ja, hallo, mein Name ist Annette Metz, ich komme vom unabhängigen Ökostromversorger Lichtblick, bin mit meinen beiden Kollegen hier und wir möchten Sie über den einfachen Wechsel weg vom schmutzigen Atom- und Kohlestrom hin zum sauberen Ökostrom informieren. Ja, hallo, Andreas Fröb, ich bin von der Bürgerenergie Rhein-Main, der BERMEC. Bei uns geht es um ganz konkrete Energieprojekte in Bürgerbeteiligung und lokale Wertschöpfung. Klaus Vogt aus Hofheim, Solarinvest Main-Taunus. Wir sind auch eine Bürgerenergiegenossenschaft und wir werben für Mitglieder, die gerne ihr kleines Geld in die Energiewende investieren wollen. Ich bin der Peter und ich bin hier auch vom Bündnis Energiewende Wiesbaden-Taunus und über die Öffentlichkeitsarbeit für unser Bündnis sind wir irgendwie drauf gekommen, dass man da vielleicht noch mehr machen kann. Da ist dieses Bedürfnis entstanden, so ein neues Format zu entwickeln, das habe ich ja so mit angestoßen und freue mich darauf, wenn hier jetzt also da neue Impulse daraus erwachsen. Also wir sind auch in so einem ständig lernenden Prozess zum Beispiel, also das ist jetzt so mein Thema auch, das Thema der Vernetzung, Social Media und alles, was damit zu tun hat, also zu werben für die Energiewende, für unsere Anliegen und da neue Wege zu finden, noch mehr in die Breite zu gehen. Also da freue ich mich, wenn da Vorschläge kommen oder wenn sich da jemand mit uns drüber unterhalten will und auf jeden Fall
jeder Input hier heute Abend ist herzlich willkommen. Also man kann hier auch einfach was auf die Wand malen, wenn man will, oder irgendwo sich hier an den Tischen einklinken, oder vielleicht gibt es auch hier irgendwas, was wir überhaupt noch gar nicht bedacht haben. So bei aller Vorbereitung zu diesem Tag, also wir waren ja jetzt hier tagelang irre beschäftigt damit, das alles auf den Weg zu bringen und vor allen Dingen auch so kurzfristig eben Leute anzumachen, hier einzusteigen. Und vielleicht gibt es aber was, was wir noch gar nicht im Blick haben, also was vielleicht jetzt hier aufpoppt, wenn es jemandem gefällt. Jo. Ja, super. Also das ist doch schon mal klasse, was man so in 2 Wochen auf die Beine stellen kann. Ja. Ich möchte mich jetzt schon mal bei allen hier bedanken, die sich eben vorgestellt haben, und natürlich auch bei euch, die ihr uns hier besucht. Ich würde sagen, wir machen das nachher so ein bisschen nach Gefühl. Also es wäre ganz schön, wenn es jetzt nicht so abtröpfelt, sondern wenn wir zu einem gemeinsamen Ende kommen. Ich sag mal so vielleicht 1 Stunde ungefähr, werfe ich jetzt mal in den Raum. Wir werden auf jeden Fall am Ende nochmal das, was Peter angesprochen hat, vielleicht Ideen, die entstehen, oder so Stichpunkte, einfach wichtige Punkte, die an den Tischen gesammelt werden, einfach aufschreiben, stichwortartig, dass wir die nochmal für euch alle, für uns alle zurückkommunizieren. Das wird auch auf der Homepage vom Bündnis natürlich veröffentlicht werden. Es ist der Start von was Neuem. Es liegen auch zum Beispiel dort auf dem linker Hand von mir Büchertisch liegen zum Beispiel Infos von einem Frauen-Business-Verein, wo ich gestern war auf dem Equal Pay Day, und die gebeten haben, mir einfach Flyer mitzugeben. Die haben ein großes Interesse geäußert, aber leider keine Zeit heute, was ja total verständlich ist. Also das ist auch gewollt, dass dort Infomaterial allgemeiner Art liegt, dass wir einfach mitkriegen, was hier ist hier in der Region los, wer ist aktiv, wen kann ich ansprechen. Das Überthema ist natürlich Energiewende, aber das ist ja total spannend, dass da eigentlich aus meiner Sicht jedenfalls im Prinzip alles drinsteckt. Man kann unheimlich viel damit verbinden, und genau diese Vielfalten, diese Schätze, diese Ideen, die Kreativität, die liegt ja in uns allen, die wir hier sind, egal ob organisiert, nicht organisiert. Wir sind alle aus meiner Sicht Expertinnen auf unterschiedlichen Gebieten, und es ist für uns alle wichtig, dieses enorme Wissen, was wir alle haben, miteinander zu teilen und dann auf was Neues zu kommen. Wie der Peter gesagt hat, vernetzen. Es liegen E-Mail-Adressen, Listen, Sammlungslisten aus. Wer möchte, kann sich eintragen und wird dann in Zukunft über die nächste Assembleas informiert. Und es gibt auf der Homepage ständig dann auch in Zukunft neue Informationen. Okay, also erstmal vielen Dank an euch alle hier, super. Und dann würde ich sagen, kommen wir einfach ins Gespräch. Mal so die wichtigsten Stichworte, Eindrücke, Gefühlslagen für uns alle mitzuteilen, dass wir auch alle einen Gesamteindruck bekommen, wie was dann gesprochen wurde, wie die Stimmung war, was es für Ideen vielleicht gibt für die Zukunft. Na? Übrigens nochmal ganz herzlich willkommen, Castor TV,
ist auch da, war auf der Demo. Ja, kennen wir ja alle, ne, so von den verschiedensten tollen Anlässen, immer sehr aktiv, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr da seid und auch hierher gekommen seid. Es läuft also ein Livestream gerade. Ja, wir sind also online hier. Und dann wäre mein Vorschlag, dass wir diese Kreisform mal einhalten und dann würde ich einfach mal hier in der Ecke anfangen. Soziale Unternehmen steht da drauf und dann gehe ich immer rum und tue das Mikrofon weitergeben und teilt doch einfach jetzt uns allen mal mit, was so die wichtigsten Punkte waren bei euch am Tisch. Ja, danke. Wir hatten uns unterhalten über Themen im Bereich soziale Unternehmen und zwar den Gegensatz zwischen konventionellen Unternehmen, die eben sozial verantwortlich sind und der Frage, ja, was ist da jetzt Greenwashing oder welche Wirkung hat es tatsächlich, was gemacht wird. Und gerade in Bezug auf Energiekonzerne ist die Frage auch sehr interessant. Hatten dann aber darüber gesprochen, ja, was gibt es denn überhaupt für Unternehmen, die tatsächlich Sozialunternehmen sind und mit der Energiewende zu tun haben. Da gibt es ein Beispiel jetzt seit einigen Monaten in Frankfurt, ja, die heißen Betterwest und da kann man, als was die machen ist, die helfen Unternehmen auf energiesparende Technologien umzustellen, indem sie beraten, was man machen muss und die Anfangsinvestition sammeln und zwar über Crowdfunding im Internet, wo jeder Bürger einfach sich beteiligen kann und dann von dem ersparten Geld von der Firma, wenn die hinterher Energie einspart, das sozusagen dann wieder rausbekommt. Das war so ein Beispiel, das ich eben kannte aus Frankfurt, dass ich auch die Frage dann vorgestellt habe. Wir hatten auch noch uns darüber unterhalten, was eigentlich jetzt so ein kleiner Betrieb, der gerne sozial verantwortlich sein möchte, machen kann. Und ein Thema, das da aufkam, ist das Thema Gemeinwohlökonomie. Und da gibt es zum Beispiel jetzt am Donnerstag in Frankfurt vom Energiefeld von der Gemeinwohlökonomie eine Informationsveranstaltung für Unternehmer und den Termin hatten wir dann auch noch geteilt und uns einfach auch so ein bisschen ausgetauscht mit den Kollegen von Greenpeace, was für Termine bei denen demnächst anstehen. Das war, was eigentlich hier so los war. Ja, vielen Dank. Spontan fällt mir die Idee ein, gerade was so Termine anbelangt. Es gibt ja noch hier Freiflächen. Hier ist auch noch weiß. Wir wollten eigentlich einen Film zeigen nebenher, aber wie gesagt, wir haben ja einige Sachen auch ganz improvisiert und ganz darauf abgestellt, wie hier die Stimmung ist. Da drüben auf der grünen Wand, also das wäre noch eine Möglichkeit, so Termine auch dort aufzuschreiben. Und dann gebe ich jetzt einfach mal weiter. Ich bleibe mal hier im Rund, das da steht. Ja, wir bisschen erweitert. Wir haben eigentlich gestartet, wir haben eigentlich schon mit dem Erneuerbaren Energiengesetz gestartet, weil es im Moment so ein brisantes Thema ist, was da gerade passiert, warum wir ja auch heute alle da waren. Eigentlich war unser Thema dezentrale Energiewende und lokale Beteiligung. Das heißt also, was für jeden von uns eine Möglichkeit ist, nicht nur der Mitsprache, sondern auch der finanziellen Beteiligung sollte so unser Thema sein. Und wir sind aber ganz schnell darauf gelandet, dass wir darüber gesprochen haben, warum das alles so auf der Kippe steht, was diese ganzen neuen Vorschläge im Gesetz für uns alle bedeuten und was uns da im Moment allen an Möglichkeiten genommen wird, nämlich an der Möglichkeit der Beteiligung, der Mitsprache, der Mitgestaltung und eben dann auch, auch im Endeffekt an der finanziellen Beteiligung. Und wir haben festgestellt, obwohl wir beide vom Fach sind, dass es einfach ganz viele Dinge gibt, die einem so nicht klar sind und das Thema ist so komplex und erschlägt jeden und deswegen gibt es auch die Möglichkeit, es in der Öffentlichkeit im Moment so zu diskutieren und vor den Karren zu spannen, wie es ist. Und wir haben uns also jetzt auch für die Runde hier darüber unterhalten, wie wir diese Information einfach zugänglicher machen können und sind dann ganz schnell dabei gelandet, was wird es denn noch für Veranstaltungen geben, wie kann man sich denn informieren und vielleicht magst du. Also ja, ganz, ganz wesentlich ist vielleicht auch, wie man Einfluss gewinnen kann, abgesehen jetzt von solchen Demonstrationen, die natürlich sehr wichtig sind, aber auch wirklich vielleicht politischen Einfluss gewinnen kann, um solche Sachen wie jetzt, dass uns jetzt mit dem Kippen von dem Erneuerbaren Energiegesetz, dass uns da einfach Handlungsspielraum oder dass einfach dass uns die Quellen für unsere neue, für die neue Energie einfach genommen werden, dass Förderungen gekürzt werden an Stellen, die ganz, ganz drastische Konsequenzen für unsere Zukunft haben. Also wir haben auch so ein bisschen gesponnen und
überlegt, dass es eigentlich vielleicht ein Forum geben müsste, wo man eine Strategie entwickelt, wie man die ganze Energie, die wir jetzt haben, in Form von der Gruppe bündeln kann, um eine Strategie zu entwickeln, wie man konkret politische Handlungsverantwortliche anspricht, um zu sagen, okay, wenn ihr das und das tut, hat es die und die Konsequenzen. Also jetzt nicht, wie wir das in vielen kleinen Gruppen tun, sondern wirklich eine Strategie entwickelt, um diese Lobbyarbeit von der ganzen Energiewende zu verbessern. Ja, und vielleicht gehen wir heute raus und haben am Schluss sowas. Das kann ja sein. Ob es ein Stammtisch ist oder ob es das nächste Forum ist, da würden wir uns überraschen lassen. Ja, vielen Dank erstmal. Toll, da sind auch schon die neuen Ideen am Kommen. Ich habe gerade die Conny gebeten, ob sie vielleicht mal, während wir hier das so mitteilen, kurz da auf der grünen Wand Stichworte aufschreiben kann. Vielleicht könntet ihr das nochmal so, wie war das mit dem Stammtisch? Ja, also eine Möglichkeit wäre natürlich, dass wir hier einen Stammtisch etablieren mit dieser diversifizierten Gruppe, wie wir jetzt sind, ich sage es mal, uns alle als eine Gruppe mit diesen Themen, wo man eben über aktuelle, sage ich mal, politische Entscheidungen, im Moment brennt es ja besonders und wir haben ja einen sehr engen Zeitrahmen bei dem Erneuerbaren Energiengesetz, wo man einfach Informationen austauschen kann und da kann man sich verschiedene Leute vom Fach dazu holen. Also ich gebe ja zu, ich bin insofern auch vom Fach, weil ich in erneuerbaren Energien arbeite, mein Hauptmitredner hier auch, also wo man einfach diese Informationen streut, wo man so unter die Leute bringt, sodass jeder auch ein bisschen Handlungsspielraum zurückbekommt. Ob das jetzt so einfache Dinge sind, wie ich wechsle den Stromanbieter, ob das sowas ist, wie ich engagiere mich in der Genossenschaft, welches Projekt könnte es denn sein, habe ich überhaupt in Zukunft noch ein Projekt, wenn es so weitergeht? All diese Dinge, die man da eben in Austausch bringen kann. Und ich glaube, wir haben es heute geschafft, mit einem Vorlauf von 2 Wochen, 10 Tagen, 7 Tagen, Leute zusammenzukriegen. Und natürlich kann man immer sagen, wir wollen mehr und wir wollen auch mehr. Aber warum sollte uns das nächste Mal nicht gelingen? Und wenn wir es nicht probieren, werden wir es nicht erfahren. Und ob das ein Stammtisch ist, ob das vielleicht eine Internetplattform ist, was man auch machen kann, wo man wie ein Blog einstellen kann, was für Fragen bewegen mich. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich denke, da kann jeder auch einen kleinen Bauteil dazu beitragen, ob das so eine neue Zeitung ist, wie wir vorhin gehört haben, Zwischenzeit, die solche Dinge vielleicht in eine Form bringen kann, im Netz oder auch als Papiermedium. Alles Möglichkeiten, die uns offen stehen. Und ich habe, als wir darüber gesprochen haben, über die Orga, habe ich gesagt, wir haben eigentlich sehr viel Bewegung hier gehabt in Wiesbaden, nachdem der Energiegipfel stattgefunden hat. Und alle haben so Aufbruchsstimmung gehabt und wir machen ganz viel. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist uns verloren gegangen und vielleicht ist jetzt unsere Chance, das Ganze wieder anzutreten, dass wir jetzt weiterkommen, ja, in einen Schritt da drauf setzen. Was ich halt noch ganz wichtig finde, neben dem Stammtisch und dieser Internetplattform, ist, dass wir uns vielleicht in diesem Rahmen auch darüber unterhalten müssen, wie wir es schaffen, nicht immer nur im eigenen Saft zu kochen und irgendwie uns gegenseitig darüber zu unterhalten, dass die Energiewende gut ist und dass wir die voranbringen müssen, sondern wie wir diese Informationen, die Konsequenzen, die dann abgeleitet werden, dass wir jetzt keine Projekte mehr kriegen und sowas, oder dass Projekte absterben, wenn wir was an einem EEG ändern, dass wie wir diese Informationen eben auch in die Politik tragen, zu den Entscheidungsträgern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Ja, super. So war es gedacht. Prima. Vielen Dank. Das wird notiert und ihr schreibt ja auch auf dem Tisch mit und das wird also auf jeden Fall schon mal, das können wir zusichern, auf der Homepage von der Bündnis Energiewende veröffentlicht, aber wenn es da noch einen extra Internet-Blog, was auch immer gibt, würden wir das natürlich begrüßen und vielleicht sind ja hier ein paar Menschen, die das auch technisch, für die das überhaupt kein Problem ist, abends mal so ein bisschen was einzurichten, zu betreuen, dass wenn sich da jemand findet, das wäre natürlich
natürlich klasse, wenn sich da extra also was Eigenes gründen würde, vielleicht unter dem Titel Assemblea, wie auch immer, das bestimmen wir ja zusammen. Super. Dann gebe ich jetzt hier mal weiter. Ich bleibe im Kreis. Und wer möchte denn das Mikrofon haben? Lena? Ja, uns als Stadtschülerrat liegt natürlich besonders die Frage am Herzen, wie man junge Menschen an der Energiewende beteiligen kann, um gerade diese kulturelle Energiewende auch hinzubekommen. Unser Ansatz geht da natürlich über Bildung. Das heißt, wie kann man über Bildung, also vor allem über Schule, gerade in den jüngeren Jahrgängen, wo wirklich noch alle in die Schule gehen, eine Beteiligungsgesellschaft kreieren, sodass dann auch später Möglichkeiten, die ja durchaus jetzt schon existieren, auch von einer breiten Masse von jungen Menschen wahrgenommen werden. Es gab dann auch den Vorschlag, zum Beispiel eine Art Jugendquote in schon bestehenden Gremien einzuführen. Dann ist aber aufgefallen, dass das vielleicht gar nicht unbedingt der richtige Weg ist, die Jugendlichen oder Kinder in die schon bestehenden Konzepte einzubringen, weil ja auch die Idee, ich sage es jetzt mal provokativ, ist, nicht Jugendliche zu haben, die sind wie heutige Erwachsene, sondern dass man, um auch den Jugendlichen von heute gerecht zu werden und auch, ich sage mal, ein Stück Kindheit und Kreativität zu lassen, eigentlich neue Modelle entwickeln muss, die dann auch Jugendliche selbst mitgestalten. Denn ganz wichtig, wenn es um das Annehmen von Möglichkeiten geht, ist auch, dass die Jugendlichen eben selbst die Rahmenbedingungen setzen und nicht vor ein fertiges Konzept gestellt werden und dann einfach gebeten oder gefordert werden, da mitzuziehen. Ja, eine Möglichkeit, die wir auch noch besprochen haben, waren lokale Fahrgastbeiräte wieder ins Leben zu rufen. Das heißt zum Beispiel, öffentliche Verkehrsmittel kostenlos zu machen, sie an die Schulzeiten besser anzupassen und eben insgesamt im Dialog mit Schülern, wie natürlich auch anderen, allen anderen beteiligten Gruppen, wieder aktiver zu werden. Und die dritte Möglichkeit, auch wieder eher philosophisch, ist, dass man mit einer Sachfrage, wie jetzt eben beispielhaft im Thema Umwelt, dann Einflussnahme fördern kann, wie zum Beispiel eben einer Demo oder einem Streik. Und so, das wäre auch ein netter Nebeneffekt für uns, dann auch SVen ins Leben ruft, wo noch keine SV-Struktur besteht, was an vielen Wiesbadener Schulen der Fall ist, und dann eben über das bestimmte Thema Umwelt dann mehr Schüler erreicht, die sich dann auch später und dauerhaft organisieren. Ja, Mensch, vielen Dank. Conny schreibt fleißig mit. Toll, danke. Und der Tisch ist ja, glaube ich, geteilt. Ne? Da sitzt noch eine andere. Oder? War das jetzt? Nö? No? Okay, gut. Dann gebe ich mal weiter. Ah ja, gut. Ja, die Parteien. Die Parteien. Die Partei steht jetzt an der Wand und schreibt mit. Vielleicht geh mal hier hin. Also um mich herum war es ziemlich einsam, insofern habe ich nicht sehr viel zu sagen. Das Einzige, was uns aufgefallen ist, dass wir, glaube ich, unsere politischen Dinge, Projekte und Entscheidungen besser kommunizieren und begründen müssen, weil es da offensichtlich extrem viel Gerüchteküche und Fehlinformationen gibt. Jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht, aber gut. Es war am Anfang noch der energiepolitische Referent von den Linken da, der ist jetzt leider nicht geblieben. Auf jeden Fall gab es da auch eine Unterstützung, das möchte ich hier einfach nochmal erwähnen, finanzieller Art. Also wir sind, was das anbelangt, noch nicht ganz rund, glaube ich. Also wenn ihr vielleicht auch noch Organisationen kennt, die die Saalmiete vielleicht mit einer kleinen finanziellen Sponsoring unterstützen können, wären wir da sehr dankbar. Das nur mal an dieser Stelle eingeflochten. Dann gehe ich mal hier weiter, da komme ich zu Gesellschaft und Psychiatrie. Möchte da jemand von euch? Ich wüsste jetzt nicht ganz genau, wir haben eine ganze Reihe von Stichpunkten aufgeschrieben, die waren aber ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Also uns ging es eigentlich auch darum, ja, dass halt gerade eben noch kam man auf Politik mal von wegen Basisdemokratie, so wie hier, weil die Parteien wären ja eventuell nicht wählbar, dass wir halt selber was machen. Darum geht es ja eigentlich auch hier überhaupt, gell?
Also Psychiatrie, das ist jetzt so ein großes Gebiet, da wird man sowieso kein Ende finden. Ich lasse das mal weg, es sei denn, möchte jemand von euch noch was zu sagen? Nein? Ich gebe es dir einfach mal. Also, vielen Dank, Alexander. Das wird auf jeden Fall, sammeln wir die Notizen der einzelnen Tische ein. Bitte? In der Kopie? Ja, also wir sehen uns ja sowieso, ich werde dran denken und vielen Dank. Gut, jetzt hier, genau, Bürgerenergie, Genossenschaft und so weiter. Wer möchte denn da mal? Ja, ich habe hier am Tisch ganz interessante Gespräche geführt über Menschen, die Lust hatten, sich eine Investition zu machen in eine Bürgerenergiegenossenschaft und die gesagt haben, für mich ist das eine sehr interessante Art und Weise, mein Geld anzulegen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht maximale Renditen gibt, aber ich möchte auf jeden Fall die Genossenschaftsidee unterstützen und in sinnvolle Projekte Geld anlegen. Da habe ich also einige Gespräche geführt und auch interessante Gespräche mit Kollegen, die schon vor längerer Zeit, vor ein oder zwei Jahren, so eine Genossenschaft gegründet haben und zum Beispiel auch den Vorschlag gemacht haben, sich doch sozusagen stärker zusammenzutun, das heißt also gemeinsam Projekte umzusetzen, gerade in den Zeiten, wo die Renditen immer geringer werden, die Förderungen immer mehr eingestampft werden, sage ich mal, reduziert werden, ist es natürlich, macht es Sinn, sich zusammenzuschließen und gemeinsam größere Projekte zu verwirklichen, ist vielleicht im Verhältnis zu schwierigeren Projekten als neue Genossenschaft umzusetzen leichter auf jeden Fall. Also da sind also verschiedene Ideen und Ansätze diskutiert worden und wir sind da im Kontakt und arbeiten das mal aus. Gar nicht geguckt, was geschrieben wurde. Nicht maximale Gewinnorientierung, gemäß größere Projekte realisieren. Gemeinsam, ah ja, genau. Gemeinsam, ja. Genau. Dabei würde ich es jetzt schon belassen. Okay, ich bin der Ingo und ich bin Vorstandsmitglied vom Solarmobil Rhein-Main-Verein. Und in Verbindung, wenn es um die E-Mobilität geht und den Klimaschutz, stehen wir halt für das Thema kein Erdöl, keine Abgase, mehr Effizienz, kein Lärm, mehr Lebensqualität, also CO2, schadstoffarmes Fahren, kann man sagen. Und hier will ich mal so ein bisschen vielleicht eine Richtung geben für euch. Wir sind halt ein Verein, der sich auf der Bürgerebene bewegt, so wie ihr auch oder wir hier alle auch. Ich habe mich aber verknüpft mit dem Bundesverband E-Mobilität und die bewegen sehr viel auf der Bundesebene und mir gefällt hier sehr stark daran, dass da zwar Kleinunternehmen sind, ich sag mal Hersteller und auch die ganzen Gewerbe, die aber wiederum das alles auch alleine nicht machen könnten, wenn wir uns nicht zusammentun würden und eine Einheit bilden würden. Und hier gibt es halt Leute, die zusammenkommen, wo auch viele in irgendeiner Form in der Bundesebene irgendwas bewegen können. Und hier wurde jetzt zum Beispiel auch das Thema mit der 1%-Regelung für das E-Bike oder so vorangetrieben. Das hat jetzt schon sein Jahresjubiläum, sage ich mal, gefeiert. Und hier ganz viele andere Sachen geben, die für uns förderlich sind. Und zwar so Themen, wie ist das bei der E-Mobilität mit dem Laden am Arbeitsplatz, gibt es eine einheitliche Regelung und so weiter und so fort. Und von uns gibt es also auch einen Stammtisch, den man besuchen kann bei uns in der Region. Das heißt jetzt aber auch, dass wir gerne Ableger bilden, die in anderen Regionen sitzen, uns vernetzen, mit denen wiederum. Der Solarmobil Rhein-Main-Verein, der gehört dem Bundesverband Solare Mobilität an, der sitzt in Hamburg und Berlin hauptsächlich, da ging das Ganze los und hier wollen wir einfach auch weiter vernetzen, uns mit euch zu vernetzen, weil auch wir sind ein Teil der Energiewende, bei uns sind die Elektrofahrzeuge
sehr stark in die Richtung geprägt, dass sie mit der Photovoltaikanlage geladen werden, dass hier der Strom auch wirklich grün ist, dass wir, wenn man es sich nicht leisten kann, das Fahrzeug auch wirklich mit dem Energieanbieter zusammen, der den Strom liefert, der wirklich grün ist, auch dann laden. Also wir gehören auch zu euch. Wir sind offen, mit euch was zu bewegen. Alles klar. Ja, vielen Dank. Jetzt gehe ich hier weiter und dann komme ich zu dem Transition Town Tisch und herzlich willkommen. Da ist niemand von Transition Town. Jetzt bin ich ja auch dort engagiert, aber trotzdem würde ich jetzt, dass jemand ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann bitteschön. Ja, also wir sind über bedingungsloses Grundeinkommen, beziehungsweise der Grund, warum es zwangsläufig kommen muss, wenn irgendwie manche Kreise wollen, dass es hier in der Gesellschaft so weitergeht, sozusagen um zu überbrücken, dass überhaupt irgendwie alle Menschen teilhaben können an der Gesellschaft, muss es zwangsläufig kommen nach jetzigem Stand, würde ich mal behaupten, sind wir eigentlich zu Strukturen gekommen, die mehr Selbstermächtigung und sozusagen selbst bedingungsloses Grundeinkommen machen, indem Menschen untereinander solidarisch sind, indem sie sich gegenseitig unterstützen und so weiter und halt auch Strukturen, die es schon gibt, die Alternativen anbieten für die Wesen, die sagen, so möchte ich das System nicht mitspielen, die zum Beispiel keine Lust auf Monopoly haben. Ja. Ja, vielen Dank. So, jetzt bin ich verwirrt. Hier, ne, du, Susanne. Ne? So, also wir hatten nicht so viele Besucher bei uns am Stand gehabt, aber wir haben dann einfach mal zusammen so ein bisschen überlegt und das Thema des Bildungssalons für uns persönlich schon so vorgebildet, dass wir einfach uns gegenseitig die Dinge beibringen, die wir dann können, um das dann halt zu vervollständigen. Und wollten auch sehr gerne Querdenken für und mit jungen Menschen machen. Ein paar Leute einladen, die sich zu den Themen, die uns interessieren, auch noch was sagen können. Und dann wird unter anderem Dragon Dreaming, das ist so ein Konzept zur Umsetzung, Prozesse so gestalten, dass sie dann auch Wirklichkeit werden können. Und was uns ganz wichtig ist, dass wir wirklich durch alle sozialen Schichten also durchgreifen können und einfach so auch die Leute mitnehmen, die jetzt vielleicht nicht so an der oberen, sag ich mal, an der oberen Schicht schwimmen. Ja, das war zuerst mal, was wir für uns festgestellt haben, so im Zweiergespräch. Und wir freuen uns auch noch, wenn Leute dazukommen wollen. Beim Tatengarten wird gerade kräftig angefangen zu arbeiten. Das ist in Klarental auf dem Campus. Ja, und da würden wir uns freuen, wenn vielleicht noch ein paar Leute mitmachen würden. Ja, danke schön. Das war für Transition Town Wiesbaden im Wandel. Ja, ich komme, ich fliege. Achso, eine Zusammenfassung von den eben Gesagten. Also wir freuen uns vor allen Dingen über viele neue Mitwirkende und in vielen Gruppen gibt es noch, muss ich dazu sagen, wenig Mitwirkende und vielleicht manche Gruppen sind noch gar nicht besetzt und auf neue Ideen freuen wir uns auch. Einen Satz würde ich da gerne noch anfügen, was ich bei Gesprächen festgestellt habe, dass es insgesamt ein großes Interesse gibt an allem, was ja, lokale Ernährung, Ernährungserzeugung betrifft, dass es da auch viele Menschen gibt, die da wirklich schon lange Erfahrung haben oder früher mal hatten und ich denke, da ist in Wiesbaden noch viel Potenzial bei allem, was sich irgendwo zwischen Urban Gardening und lokaler Ernährungserzeugung sich ansiedelt. Solidarische Landwirtschaft zum Beispiel. Genau. Und dann ein bisschen Eigenwerbung. Transition Town, wir machen am Montag eine Informationsveranstaltung. Uns gibt es jetzt etwas mehr als ein Jahr und nennen diese Veranstaltung Abend im Glück. Montag, 24. März 19:30 Uhr im Hilde-Müller-Haus.
weil nämlich am 20., also vorgestern, war der zweite internationale Tag des Glücks von der UN ausgerufen, so ein bisschen orientiert an dem Glück, Bruttosozialglück, ne, in Bhutan. Also was heißt Glück und welche Lebensbedingungen und Werte bestimmen denn Glück außer dem Materiellen? Daran haben wir uns angelehnt und da seid ihr natürlich auch alle herzlich willkommen am Montag. 19 Uhr, nicht 19:30 Uhr, 19:19 Uhr, Hilde Müller Haus, Wiesbaden. Danke. Das sieht so aus, als wäre ich rum, oder habe ich noch jemanden vergessen? Bitte melden. Okay. So, ja, also dann, das sollte jetzt nicht das Ende gewesen sein, aber wie gesagt, bevor immer mehr Leute gehen, was ja absolut verständlich ist mit Fahrrädern hier, Wahnsinn, tschüss. Unglaublich, sehr schön. Ja, also ihr seid herzlich ein, wir haben Open End, wir haben das Haus hier bis 24 Uhr und bei einem Mietpreis von etwas über 1000 Euro, wo uns die Stadt Wiesbaden nicht entgegengekommen ist, dass wir das billiger bekommen, trotz intensiver Gespräche, das also muss ich jetzt mal hier loswerden. Man soll ja den Ärger nicht in sich behalten, ne? Dann wird man krank, also alles raus damit. Das Haus ist, die Stadt Wiesbaden betreibt dieses Haus hier als GmbH, Konzern Stadt. Ne, da haben wir auch viele Diskussionen geführt. Das ist hier der Herr, ich gebe Ihnen mal das Mikrofon, vielleicht möchten Sie ja da auch hier teilnehmen, können sich auch gerne äußern. Also Sie sind hier zu Gast in der Musik- und Kunstschule, das ist unser Konzertsaal. Die Anfrage ging auch an die Musik- und Kunstschule. Die Stadt Wiesbaden ist die Holding. Das ist ein großer Unterschied. Wir mieten diesen Raum bei der Holding. Wir müssen dafür selbst Miete bezahlen. Unsere Schüler, die hier Musikunterricht genießen, sind mit ein Teil dieser Mieteinnahmen, die wir erwirtschaften müssen. Daher kann von unserer Seite aus hier dieser Raum nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Wir sind genauso ein e.V. wie die meisten, die jetzt hier auch sind. Und wir sind auch gemeinnützig. Also unsere Interessen müssen irgendwo auch so sein, dass wir unsere Kosten decken. Alles, was wir an ein Entgegenkommen gebracht haben, haben wir getan. Von meiner Seite aus, weil ich ja der Leiter dieses Bereichs bin. Ich muss also da wirklich ausblenden, Stadt Wiesbaden darf man nicht pauschalisieren. Wir sind auch nur Mieter bei der Stadt Wiesbaden, auch wenn das Haus der Stadt gehört. Ja, danke schön. Das war auch ja, ein kleiner Augenblick. Nur um das nochmal klarzustellen, also wir waren vorstellig geworden im Umweltdezernat der Stadt Wiesbaden. Das war damit gemeint, nicht Sie jetzt hier als Holding, wie auch immer, sondern wirklich die Stadt selber, Umweltdezernat. Wir haben dort Gespräche geführt über längere Zeit. Wir haben gebeten, dass also Menschen aus der Kommune kommen hier heute Abend. Wir haben darum gebeten, finanziell unterstützt zu werden bei der Miete oder es gar wegen Bürgerbeteiligung, ja, wird ja groß geschrieben, Bürgerforum und so weiter, oder es vielleicht sogar umsonst zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben nachgefragt bei SW Versorgung, das Gleiche, auch eingeladen, den Herrn Dr. Schneider oder andere. Niemand, also alle haben gesagt, es ist zu kurzfristig. Okay, viele andere haben auch gesagt, es ist zu kurzfristig. Und finanzielle Unterstützung haben wir keinen 1 Euro bekommen. Das habe ich damit gemeint. Nicht hier die Holding, Konzern Stadt, sehr schwer zu durchschauen. Grundsätzlich, ich meinte die Stadt ganz persönlich. Deswegen ist auch kein Vertreter, keine Vertreterin der Stadt hier persönlich anwesend. Nicht, weil wir das nicht wollten. Im Gegenteil, wir sprechen alle an. Wir haben das sehr intensiv betrieben. Nur mal zur allgemeinen Information. Wir hoffen, dass bei der nächsten Assemblea jemand von der Stadt da ist. Wir werden da auch dranbleiben, weil wir wollen alle gemeinsam überlegen und wir werden niemanden aussparen, außer irgendwelche faschistischen oder Nazi-Organisationen. Ansonsten sprechen wir alle an. Okay. So, wenn ich niemanden vergessen habe, dann möchte ich einfach noch mal den Peter und die Magdalena hier vor bitten, nochmal ganz kurz.
Ihr könnt auch sitzen bleiben, dann mache ich das alleine. Also, vielen Dank nochmal ganz besonders an Magdalena, die reingesprungen ist hier vor ein paar Tagen, uns tierisch unterstützt hat und uns geholfen hat. Wir hätten das alleine nicht geschafft. Der Peter und ich haben die Idee gehabt. Wir würden es aber jetzt heute gerne öffnen. Es gibt ein offenes Dokument. Dort ist das Konzept der Assemblea, wie wir uns das bisher überlegt haben, dokumentiert. Alle Menschen, die wollen, die interessiert sind, mitzuarbeiten, können Zugang bekommen. Und ab jetzt laden wir ein, dass es unsere Assemblea wird, dass es von unseren Initiativen abhängt, dass wir das lesen, was da steht, dass wir da was reinschreiben. Wir sind gerne erstmal bereit, vom Bündnis her das zu streuen. Wir haben die Mailinglisten ausgelegt. Aber unser allererstes, wichtigstes Anliegen ist, dass es unsere Assemblea wird, unsere Veranstaltung. Und es wird auf Dauer auch nur dann weitergehen, wenn sich mehr Menschen, mehr Organisationen, mehr Einzelpersonen beteiligen. Wir haben nicht vor, das weiterhin federführend zu betreiben, sondern wir haben den Anstoß gegeben, wir haben den Stein ins Wasser geworfen. Wir sind total froh und dankbar, dass ihr da seid, dass ihr euch beteiligt habt. Aber ab jetzt ist es unser aller Ding, oder es wird eben nicht laufen, aber ich glaube, so wie es heute gestartet ist, kann man eigentlich nur sagen, toll, super, dass ihr da wart, vielen Dank. Ihr könnt gerne hier in Ruhe sitzen bleiben. Um 8 Uhr kommt noch ein DJ, der kostenlos hier auch genauso, das möchte ich auch nochmal sagen. Bitte, René, steh doch mal kurz auf. Yeah, danke. Die Firma Booster, der René aus Taunusstein-Neuhof, hat hier ohne viel Worte ganz spontan die Audioanlage und die Lichtanlage kostenlos zur Verfügung gestellt, sitzt den ganzen Abend hier, ist ein absoluter Energiewende-Freak, hat 2 Elektroautos, hat uns eine halbe Stunde lang einen Fachvortrag gehalten, wir durften mit seinem Elektroauto fahren, also wer Fragen hat, Elektroautos, praktische Erfahrungen, der Herr René beantwortet alles fachmännisch, seine ganze Lichtanlage, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, der hier steht, alles auf LED und so weiter, er kann euch da alles erklären, er kann alle beraten, also wirklich, ich bin begeistert, ja, auch da vielen Dank nochmal und an Castor TV auch nochmal, also für die Fahrtkosten hier runtergekommen und alles gefilmt und die Demo und uns auch und also vielen Dank. Ich habe dich vergessen, du wolltest noch was sagen. Ein kleines Ding zur Raumproblematik. Soziale Unternehmung, Transition Town, Platzproblem, auch Wiesbaden, so Umweltladen und Co. haben zu wenig Platz für ihre eigenen Sachen. Aber es gibt in Wiesbaden auch ein Thema, was komplett unter den Tisch fällt, nämlich das Thema Immobilienleerstand und Zwischennutzung. In Mainz gibt es das Pengland. Es gibt die Schnittstelle 5, es gibt leerstandsmelder.de im Internet, es gibt die Landesentwicklungsagentur Rheinland-Pfalz, die sich sehr intensiv mit dem Thema Immobilienleerstand und Zwischennutzung auseinandersetzt. Das fehlt in Hessen und in Wiesbaden komplett. Und daher haben wir auch großflächig ein Problem, dass wer sei es für Initiativen der Stadt, sei es für Vereinsinitiativen oder für Hochschulaktivitäten, ein extremes Platzproblem haben. Und das kann man mit Transition Town hier vielleicht auch nochmal anregen, dass wir da was in die Gänge bringen. Ich habe 8 Monate im Peng in Mainz die Technik gemacht. Und gut, ich habe noch Kühlschränke, Lautsprecher, Spülmaschinen, Werkstatt und Lust und Laune. Ja. Ja, Mensch, toll. Klingt gut. Natürlich, ein Zentrum zu haben, einen Raum zu haben, wo Initiativen wie wir hier für wenig Geld einen Zugang hätten, wo wir uns nicht krumm machen müssten und das Geld, was wir an Spenden einsammeln, vielleicht für andere sinnvollere Dinge ausgeben müssen, wäre natürlich toll. Einen Anfang hat der Schlachthof gemacht, der uns die Backstage-Räume, wie gesagt, innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung gestellt hat, einfach so. Das wird nicht so ein großer Raum sein wie hier, das sind mehrere kleine Räume, aber wir sind flexibel. Das ist ja das, was uns auszeichnet, auch in Zukunft. Und
Wir suchen natürlich dann für den Anschluss auch noch weitere Räume und diese Initiative hier wäre natürlich klasse, wenn es in Wiesbaden mal wieder kostenlos oder für wenig Geld Räume gäbe für alle möglichen Initiativen. Gebraucht wird es auf jeden Fall. Gut, ich wünsche euch noch, wir wünschen euch noch einen super soften Ausgang. Bleibt so lange ihr wollt. Wir sind noch hier und spielen jetzt weiter Musik. Vielen Dank. So. Ich halte den Stream jetzt einmal an, damit wir den thematischen Abend als einzelnen Schnipsel haben und gehe gleich nochmal mit ein bisschen Musik wieder live vom Ausklang von der Energiewende Retten-Demo in Mainz und Wiesbaden. Euch allen noch einen wunderschönen Abend. Das war's hier.